Ja, sehr geehrte Frau Schwarzenlöhr-Sutter, sehr geehrte Damen und Herren, der Kollege Michael Seiler hat schon angekündigt, dass ich jetzt die Moderation übernehme. Ich möchte zuerst nochmal Frau Schwarzenlöhr-Sutter sehr für den Vortrag danken. Es war ja eine sehr gute Übersicht. Sie haben auch gezeigt, was in den einzelnen Sektoren erforderlich ist, was international abläuft und dass eben nicht nur auf Ökologie geschaut werden muss, sondern auch auf Verteilungsgerechtigkeit, Menschenrechte, also sehr breit. Was ich ganz interessant fand, gerade wenn man vorne sitzt, dass Sie immer mal wieder so den Blick auf einzelne Anwesenden geworfen haben. So, wenn es dann heißt, ja, für die Industrie bedeutet das ja auch Kosteneinsparung, dann wurden die Verbandsvertreter angeschaut oder Wissenstransfer, Öko-Institut da drüben, Strategieentwicklung, Öko-Institut. Also damit haben Sie aber gleichzeitig auch schon gezeigt, dass Sie nicht nur die Materie kennen, sondern auch Ihre Pappenheimer. Und aber eben auch aufgezeigt, wie groß die Herausforderungen sind. Und wir wollen nachher versuchen, in der Darstellung unseres Projekts zu zeigen, wie weit uns es gelungen ist, die zu adressieren. Wir kommen jetzt gleich zur Vorstellung von dem Projekt Rohstoffwende 2049. Das werden mein Kollege Matthias Buchert und Kollegin Stefanie Degreif dann vortragen. Jeweils ein Vortrag, dann Diskussion, dann der nächste Vortrag. Und wir haben das mit den Fragen so geklärt, dass wir zuerst eine Runde hier auf dem Podium machen. Da müssen die Kollegen und Kolleginnen zuerst mal meine Fragen ertragen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, aus dem Saal Kärtchen aufzuschreiben und weil das Ganze ja auch übertragen wird mit dem Livestream, also man muss ja modern sein, werden wir auch mit Tweets arbeiten und die Tweets werden dann hinter mir auf der Twitter-Wall erscheinen. Hashtag ist Rohstoffwende 2049, sodass wir also Fragen breit aufnehmen können. Dann will ich zuerst den Kollegen Matthias Buchert bitten mit seinem Vortrag. Matthias leitet unseren Bereich Ressourcen und Mobilität. Er ist Chemiker und wenn ich ihn recht verstanden habe, werde er aber nicht gleich anfangen, sondern irgendwie mit einer Zeitreise.